Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ja, ich soll auf das Video reagieren. Pepper Woods wird recycelt. Wenn ich, ohne mich schon beim Lesen des Titels, weiß ich ganz genau, es kann nur lustig werden. Es kann nur eine übelste Scheiße rauskommen. Aber ey, ihr wollt das so. Also, ich mach's doch gerne und ja, gucken wir mal rein, ne? Achtung, dieses Video ist nicht für Kinder geeignet. Dieses Video ist für Kinder geeignet. Die originale Pepper Woods Episode wurde nicht bearbeitet. Originale Pepper Woods Episode wurde bearbeitet. Das Video dient nicht zur Unterhaltung. Gezeigte Handlungen sollten nachgemacht werden. Nein, natürlich nicht nachgemacht werden, sonst kommt hier irgendwo. Nee, also nicht nachgemacht werden. Das ist das einzige Mal, dass ich hier ordentlich lese. Keine Person soll gezielt angegriffen oder beleidigt werden. Ja, das ist auch noch okay. Aber, ne? Recyceln. Herr Bulle, der Müllmann, leert die Mülltonne aus. Es ist früh am Morgen, deshalb versucht Herr Bulle so leise zu sein, wie er nur kann. Was ist das für ein Lärm? Aber Herr Bulle ist nicht besonders gut im Leisesein. Das ist Herr Bulle, der Müllmann. Herr Bulle hat unseren Mülleimer ausgeleert. Gut, der Frühstückstisch muss abgeräumt werden. Können wir mithelfen, Mama? Boah, Alter. Ohne Scheiß. Hätte ich so einen Vater. Ich würde zu dem gehen und würde ihn so derbe in der klatschen und sagen, halt dein scheiß Maul und hör auf, hier Geräusche zu machen. Ich muss arbeiten. Oder in die Schule. Je nachdem, wie alt man ist. Ne? Gut, man sollte ja jetzt auch nicht unbedingt mit 30, 40 Jahren noch zu Hause leben. Aber okay, das ist was anderes. Genauso. Ich werfe diese leere Flasche. Pepper! Was ist? Wir werfen Flaschen nicht. All das, was man wiederverwerten kann, kommt in diese Sortierkörbe. Der blaue ist für Zeitungen, der grüne ist für Blechdosen und der rote ist für Flaschen. Jetzt ist George dran. Ich frage mich, ob es Leute gibt, die wirklich so die Farben so gesehen haben. Finde ich mal sehr interessant zu wissen. Den roten Korb? Schorsch möchte Papa Woods Zeitung recyceln. Hoho, ich bin aber noch nicht ganz. Mama Woods hat die Flaschen. Das war, ich glaube, das war die gute Bild, ne? Man kennt das ja, ne? Männer früh die Bild lesen, ne? Aber die lesen natürlich nicht die Vorderseite, sondern die Rückseite, ne? Was gibt's denn da wohl zu sehen, ne? Neben Mord und Totschlag gibt's dann noch was anderes. Die Blechdosen und Schorsch, Schorsch, Schorsch. Das ist nicht Schorsch. Sind alle soweit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Oh, ich hätte so keinen Bock auf den Oh, Berg, ey. Motherfucker. Hallo, ihr da! Hallo, Frau Blümel! Wer kann mir sagen, wo die Flaschen reinkommen? In den Grünen! Weg damit! Erste Flasche schon mal weg. Schorsch möchte die Zeitungen recyceln. Okay, Schorsch, dann machst du die Zeitungen. Lass diesen Scheiß, ich möchte das. Gehen wir nach Hause. Oh, wo ist unser Auto hin? Zurücktreten! Weg damit! Wie dumm von mir, ich liebe ja. Recyceln eben. Recyceln, recyceln, wir fahren, recyceln. Da kann ja mal passieren. Blechdosen, Flaschen, Zeitungen. Ja, ich muss ja mal ganz ehrlich dazu sagen, ich bin jetzt nicht so unbedingt der Recycle-Typ. Ne, ich schmeiß alles irgendwie in die Mülltonne. Sollte man nicht machen, ich weiß, aber ja.
ich mach's halt. Ich bin da irgendwie zu faul. Also ich kenne natürlich auch Leute, die haben irgendwie 50 Mülltonnen zu Hause stehen und da muss man wirklich alles sortieren. Wirklich alles. Gut, aber wäre mir zu viel Aufwand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da ehrlich, da bin ich irgendwie zu voll für. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr recycelt und ja, wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.